Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Reds 0708 Strike Back. Heute das Achtelfinale vom Goldpokal. Fangen wir mal an mit unserem schönen Liverpool-Team von 2007-2008. Wer es noch nicht gesehen hat, wer jetzt erst einschaltet in der aktuellen Folge hier. So sieht es aus. Diese Spieler haben wir noch auf der Ersatzbank. Alle früher bei Liverpool gespielt. Und ja, dann würde ich sagen, suchen wir einfach mal einen Gegner. Und ja, ich werde jetzt immer, wenn ich ein Tor schieße, rechts oben im Balken, also im Bild, so ein Kästchen machen. Ihr werdet es einfach sehen. Schaut's euch einfach an. Ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Oder wenn nicht, seht ihr es gleich, wenn ich ein Tor mache. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache, aber auf jeden Fall werde ich da so ein Kästchen so erstellen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Hier war das gegnerische Team. Ein, ja, sehr starkes Team eigentlich. Mit Vidic, mit Sturridge, Lamela, Santi Cazorla und natürlich den Deutschen im linken Flügel, André Schürrle. Und da haben wir doch gleich mal im schönen Anfield Road Stadion eine schöne sonnige Atmosphäre. Und dann schauen wir mal, Leute, wa? Wie es so wird. Anstoß auf jeden Fall. Ausgeglichen lasse ich es einfach mal. Offensiv möchte ich nicht gleich am Anfang spielen mit den schönen Reds. Ich hoffe, mit der Lautstärke der Zuschauer ist es so in Ordnung. Man versteht mich, hoffe ich, mal gut. Damit gleich ein Fehlpass. Ja, Freistoß. Und da hat mein Gegner gehört. Steven Gerrard jetzt am Ball zu Peter Crouch. Peter Crouch, der lange, würde ich ihn jetzt mal sagen. Oh, schön freigelaufen, Peter Crouch. Haut er ihn rein? Nein, haut er nicht. Baines kann ihn bekommen. Peter Crouch, einfach mal aus der zweiten Reihe. Peter Crouch. Sehr guter Schuss, Leute. Sehr guter Schuss. Haben wir aber ein Eckball, Gerrard. Schaut er das Tor sich an. Zack. Klasse Parade auf jeden Fall. Nichts zu meckern. Eckball macht 7 Gerrard natürlich, wer sonst. Zu Peter Crouch, kann er köpfen? Nein, kann er nicht. Freistoß, den möchte ich bekommen. Und wen haben wir denn da? Gerrard kann gute Freistöße schießen. Vielleicht John Annelies auch. Alonso natürlich auch. Guckt euch die Werte an von Steven Gerrard, 99 Schuss. Rizard 94 Schuss. Agger 91, also Schuss, was war ich? Schuss, Schusskraft meine ich natürlich. Ich lasse Steven Gerrard schießen. Ach, nichts platziert genug. Pennant. Schön vorbei. Auf Fernando Torres. Den muss er machen. Den muss er doch machen. Abgefälscht. Eckball. Wer war denn das? Xabi Alonso, glaube ich. Jetzt Xabi Alonso mit der Ecke. Auf Peter Crouch erneut. Peter Crouch. Peter Crouch mit dem Kopf. Oh yeah. Dann lässt er sich feiern und macht seinen Tanz. Peter Crouch. Ich würde mal sagen, Liverpool rockt, meine Freunde. Meine lieben Abonnenten. Steven Gerrard, John Anneliese, Zabaleta. Schöner Pass auf Sturridge, aber
wir haben ja noch hinten Pepe Reina mit einem Traumpass auf Peter Crouch. Peter Crouch macht dann vielleicht sein zweites Tor jetzt. Ach, Joe Hart ist da. Eckball von Xabi Alonso. Zu Aga. Nochmal. Nein, wird nichts. Ich weiß auch nicht, was das für ein Dusel ist. Dusel, Dusel, Dusel. John Arne Riese mit einem Longshot. Ach du. Oh mein Gott, Alter. So ein, in Anführungsstrichen, genialen Longshot von John Arne Riese. Jetzt die Ecke nochmal von Herrn Xabi Alonso. Ach, wird nichts raus. Joe Hart. Das ist die Steam Joe Hart zu Lamela. Ja, ja, mein Gegner hat auch Steam Joe Hart, habt ihr ja gesehen. V-Spiel. Fernando Torres. Auf Pennern vielleicht? Nein. Schade, aber jetzt war mein Gegner Steven Gerrard, da hört ihr mein Gegner. Wow. So schön. Powerplay hier von The Reds 0708. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und jetzt mein Gegner mit Eigenangriff. Und das wäre natürlich lächerlich gewesen, hätte er jetzt gleich die erste Chance reingemacht. John Arne Riese kann ihn nicht bekommen. Und jetzt fehlt er dann auf der linken Außenbahn. Mein Gegner mit einem schlimmen Fehlpass, aber ich kann nichts draus machen. Wieder mit einem Fehlpass. Und jetzt auf Fernando Torres. Ich wollte nach unten spielen. Was ist jetzt hier? Lucas Leiva? Nichts, nein, nee. Lamela. Aber Skrutel und Aga hinten machen einen sehr guten Job. Oh. Aber Loa. Mit der Flanke. Wird nichts. Torres mit dem Nachschuss. Und Joe Hart wieder mit einer Wahnsinnsparade. Da hört er wieder meinen Gegner. Mit der Ecke. Steven Gerrard. Peter Crouch, nee, er macht sein zweites nicht, aber Penn hat mit einem Nachschuss. So ein cooler Ball. Abgefälscht war er, jetzt versucht er mit dem schnellen Ball. Nee. Pepe Reina ist da. Ganz klasse Keeper. Fernando Torres. Erneut Fernando Torres, immer noch, nein, Penn hat. Schön nach hinten gespielt auf Steven Gerrard, jetzt aus der zweiten Reihe. Und Steven Gerrard mit dem 2:0 in der 35. Spielminute, Leute. Steven Gerrard. Und da lässt er sich feiern. Kann er natürlich. Mit so einem feinen Schuss aus der zweiten Reihe. Zack. Eingenetzt das Ding. Im rechten Winkel. Beziehungsweise in der rechten Ecke. Diesen Sieg lasse ich mir jetzt hier nicht mehr nehmen. Lamela mit der Flanke. Schöne. Abseits. Fail würde ich sagen. Ach du Kacke, was macht er denn für ein Pass? Peter Crouch. Kann ihn bekommen. Kann er sich auch durchsetzen gegen Baines? Leider nicht. Und natürlich könnt ihr auch, fällt mir gerade ein, schreiben, wenn ihr mal irgendeinen anderen Spieler sehen wollt, zum Beispiel Andrei Voronin, den habe ich ja auf der Satzbank, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr Voronin sehen wollt oder, keine Ahnung wen, Mascherano in der Verleihung, schreibt es einfach in die Kommentare. So, jetzt geht's hier weiter, Peter Crouch wieder wahnsinnig freigelaufen und Peter Crouch mit dem 13-0, Leute. Also, das Ding ist jetzt entschieden. Schon in der ersten Halbzeit Peter Crouch mit seinem zweiten Ding. Ich glaube schon, ja, erster Kopfball, zweites Tor war Steve Gerrard und drittes Tor war Peter Crouch. Foulspiel hier. So kann man nicht spielen. Gefährliches Spiel, würde ich sagen.
Nimm mal einen Schluck aus der Wasserflasche. Getunnelt hat der Torres. Boah, Torres hat ihn getunnelt, so gesagt. Nehmen wir einen mit viel Schusskraft. Die Mauer geht nach vorne, so es kann es natürlich nicht sein. Nehmen wir einfach mal John Analyse. So, das probiere ich mal aus der Entfernung. Ja, habe ich zu doll gemacht, habe ich selber gemerkt. 5 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, was mit dem Schiri los? Lukas Leiber, zack. Schade. Kann ich hier mal ein wenig mehr Tricks machen? Ich glaube, ich habe kein 4-Sternes gesehen. Was ist das? Was macht mein Gegner? Wechselt er? Bricht er ab? Er bricht ab, Leute. Frühzeitig gewonnen. 3-0. Bester Spieler. Gerard und Quaunch, die Torschützen natürlich. Und ja, dann kann ich ja nochmal euch meine Ersatzbank zeigen. Einige kennen die Ersatzbank schon. Und vielleicht einige auch nicht. Weil ich hoffe mal, es gibt ja auch ein paar Neueinsteiger der Folge. Weil ich hatte einfach eine geniale Idee, finde ich. Silhouettes 0708. Ja, hoffe ich mal, dadurch bekomme ich auch ein paar Abonnenten mehr. Ja, das war's eigentlich. Schauen wir mal einen kurzen Blick auf die Ersatzbank. Könnt ihr einfach mal schreiben, was ihr welchen Spieler hier in der nächsten Folge sehen wollt. Diese Spieler habe ich hier zur Auswahl. Insua, Fabio Aurelio, Dabi, Mascherano, Kewel, Voronin und Nemeth. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal die Statistik von Torres. 11 Spiele, 11 Tore. Kann natürlich nicht sein. Ich habe ja mehr Spiele gemacht. Wisst ihr ja, habe ich ja euch erzählt. Aber dank mein Kästchen rechts oben, wisst ihr ja, wie viele Tore ich hier mit The Reds schon gemacht habe. Ist insgesamt die 4. Folge, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube schon, dass es die 4. Folge ist. Nein, es ist die 3. Folge. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Die 3. Folge. Sorry, Leute, die 3. Folge. 2 Spiele habe ich bis jetzt gemacht. Das erste Spiel habe ich gewonnen. Das zweite Spiel jetzt auch. Richtig genial. Und dank mein Kästchen jetzt rechts oben, wisst ihr, wie viele Tore ich immer gemacht habe mit dem Ohr, wie viele Tore ich mache, gemacht habe bis jetzt. Und wenn ich ein Tor mache, habt ihr ja gesehen, ändert sich oben die Zahl. Und darunter erscheint ein Kästchen mit dem Torschützen, der das Tor eben gemacht hat. Und wie viele Tore er insgesamt gemacht hat. Und ja, Leute, dann beende ich diese 3. Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Und ein Abo würde ich natürlich auch freuen, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein, Leute. Euer Packstrailer. Ciao.